Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Portaltag am 26. Januar 2019. Wir in westlichen Welt benutzen ein Kalender und dieser Kalender heißt Gregorianische Kalender und das hat Papst Gregor eingeführt. Unserem Kalender, was wir tagtäglich benutzen, hat mit der Natur überhaupt nichts zu tun. Wir sind auch nicht im Einklang mit der Natur. Das muss ich mal betonen. Ich möchte die Kalendersystem nicht verändern, aber das muss ich mal erklären, auf den Punkt zu bringen. Es gibt aber Naturvölker, die leben im Einklang mit der Natur, weil sie das beobachten und so leben das auch. Sie haben ein anderes Kalendersystem. Die chinesische Astrologie ist nichts anderes als ein Kalendersystem. Die chinesische Astrologie vereint die solare und lunaren Kalender im einen. Was ganz präzis ist und ein wunderbares System darstellt, das ist die Maya-Kalender. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition. Sie haben die Himmelskörper und Zyklen beobachtet. Und dieser Portaltagen hat mit diesem Kalendersystem was zu tun. Sie haben aber mehreren Kalender. Eine für den alltägliches Leben und eine in einer höheren Schwingung. Und das beschreibt die Bewegung unserem Sonnensystem über die Plejaden, beziehungsweise Alkyone ist diese zentrale Sonne und unserem Sonnensystem als siebte Sonne kreist um Alkyone. Alkyone ist ein Stern von den Plejaden, die sind die sieben Töchter der Atlas. Alkyone ist diese zentrale Sonne. Und auf diesem zentralen Sonne, wo unserem Sonnensystem bewegt, und diese Bewegung ergibt die platonischen Jahre, diese 26.000 Jahre, dass hier entsteht eine neue Kalender. Und wenn die beiden Kalendersysteme zusammenfallen, dann haben wir ein Tor. Dann spüren wir diese feinstoffliche Schwingung. Ich könnte sagen, das ist Energiefelder, was von den Sternen kommen. Das haben wir tagtäglich. Aber das ist eine andere Art von Schwingung. Viel, viel feinstofflicher. Und das spüren wir auch. Ich könnte mit anderen Worten sagen, das ist wie eine Art spirituelle Kalender. Und wir haben einen Kalender für unseren Alltag. Und hier bei diesen Portaltagen kommt die beiden Kalender im Einklang, öffnet sich neue Türen, öffnet sich neue Möglichkeiten und wirkt auf unserem Gemüt, auf unseren Gefühlen, unseren Empfindungen anderes. Und dieser heutige Tag ist ein Portaltag, das heißt, öffnen wir zu einer höheren Schwingung und sind wir in 93. Kin in dieser Maya-Kalender und das wird vertreten mit Ben, dieses Symbol hier, eine rote lunare Himmelswanderer. Ben vermittelt uns etwas. Nach Maya-Kalender ist für den heutigen Tag, für diesen heutigen Portaltag, ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das bedeutet, wir brauchen Zeit und Raum, eine neue Richtung.
und das befestigen. Aber wir sollen vorsichtig sein, im inneren Gleichgewicht bleiben. Die neue Richtung ist das, was uns bis jetzt eingeschränkt hat. Wo wir das Gefühl haben, da geht nichts voran. Hier stoße ich in meinen Grenzen. Genau das ist die Richtung, wo wir Schritte machen sollen, zeigt diese rote, lunare Himmelswanderer. Vermittelt uns etwas Wichtiges. Ausschau halten nach Veränderungen. Alte Bezugspunkte wandeln sich in neue Chancen, neue Möglichkeiten. Wir brauchen gerade Mut, in ein Risiko einzugehen. Genau die Richtung, wo wir unsicher fühlen, geht die Reise auf das Unbekannte. Wir erweitern ein Bezugssystem im Raum und Zeit. Und das bedeutet für uns Wachstum gerade. Wir dürfen aber nicht beschränkt, eingeschränkt fühlen. Die Schwingung ist eine geheimnisvolle Reise. Und wir sollen im Gleichgewicht bleiben. Dieser Ben-Symbol steht in Verbindung zum Zahl 13. Und die Zahl 13 ist eine heilige Zahl in Maya-Kultur. Hat die rote Farbe, das ist eine Energie, die Bewegung, Kraft und Mut. Die Duft ist die Duft der Rose. Die Stein ist Rosenquarz. Element ist Erde. Und das bedeutet, das, was wir jetzt in Bewegung setzen, können wir befestigen. Und Richtung zeigt Osten. Die Schattenseite wäre jetzt gerade ein Rückzug, festhalten, das, wo wir uns eingeschränkt fühlen, wäre aber nicht der richtige Bezugspunkt. Wir brauchen einen neuen Bezugspunkt. Und jetzt noch die Tarot-Symbolen nach die Maya. Diese Karten geben eine zusätzliche Botschaft. Das sind die Karten für euch. Welche Schritte könnt ihr machen bei diesen Veränderungen? Gerade das, was euch, wo ihr euch beschränkt fühlt, eingeschränkt fühlt. Und wie reagiert die Umwelt? Wenn das Veränderungen gibt, eine berufliche Veränderung, dann hier in dieser Seite zeigt sich, was ist zum Erwarten. Wenn das um die liebe Partnerschaft geht und ihr möchtet eine neue Richtung, dann zeigt sich diese Bilder hier, wie reagiert euren Partner, Partnerin oder Wunschpartner. Also die Themen, was entgegenkommt. Die sind die Schritte oder das, was jetzt nach diesem Portaltag zum Erwarten ist. Dieser Portaltag wirkt jetzt. Es kommt Veränderung, eine neue Richtung, aber wir sollen nicht zurückhaltend sein, kein Rückzug, sondern weitergehen. Das ist wichtig, weil das ist diese Wende gerade und 13 Tage lang wirkt diese Energie. Also hier ist wichtig, die erste Karte zeigt hier, wir bekommen eine Botschaft, eine wichtige Botschaft, eine Mitteilung. Das kann auch eine Liebesbotschaft sein oder eine Nachricht, wo zeigt jetzt die Möglichkeiten, Chancen und das ist die ideale Richtung. Also eine gute Nachricht, könnte ich sagen. Die zweite Karte zeigt einen Tempel, Tempelbau in eine solide Basis. Also nichts voranstürmen, sondern wir bauen etwas auf eine solide, stabile Basis. Und hier ist es wichtig, die Kraft, die höheren Kräfte, die Natur zu ehren. Also Dankbarkeit, eine gute Nachricht, gute Möglichkeiten, Chancen oder eine Liebesnachricht. Das ist die Basis, die Fundament, aber eine solide Basis und Dankbarkeit aussprechen für die höheren Naturkräfte. Was kommt zurück?
Stärke, also wenn das um die Liebe, Partnerschaft geht, dann wird euren Partner, Wunschpartner Stärke zeigen. Wenn das um andere Situationen geht, wie eine berufliche Veränderung, dieser neue Arbeitsplatz stärkt euch, könnt ihr gut euch beweisen. Dann zeigt sich hier die Gleichgewicht, ein Bündnis, eine Vereinbarung. In die Liebe, Partnerschaft kommt Harmonie und in beruflichen Situationen wäre bedeuten ein Arbeitsvertrag, also auf jeden Fall ein Bündnis und das schenkt auch die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie. Und hier ist ein Weltenbaum in 7 Richtungen und das ist auch wichtig, die Orientierung, Einflüsse von außen, die Möglichkeiten, Chancen und die Baum symbolisiert natürlich auch hier verankert zu sein, mehr Stabilität, mehr Sicherheit. Und das war mein Portaltag nach Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.